Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft, wo wir als stolzer Ork durch die ewige Warte spazieren. Und ja, zum Briefkasten zum Beispiel, denn wir haben Post vom Auktionshaus der Horde. Und eine Auktion war erfolgreich, nämlich Seidenstoff. Okay, nicht nur eine, sondern ziemlich viele Auktionen. Waren das alle? Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt etwas mehr Gold. 85. Hey! Ich weiß gar nicht, was ich vorher hatte. Habe ich nicht nachgeguckt. Aber ist auch noch nicht so wichtig. Okay. Ja, und nun wollen wir mal weiterlaufen. Und zwar zurück. Also, ja. Zurück halt. Und zwar müssen wir hier einige Dinge erledigen für gewisse Questgeber, die von uns zum Beispiel wollen, dass wir den Oberhäuptling der Winterfälle töten oder verdächtigen grünen Schlick sammeln, was total toll ist. Und natürlich ein Herz von Reifpelz, das ist auch wichtig. Wegen der Eco-Magie. Das ist von Eco-Fresh, weißt du? Nee, da ist doch was. Da kann ich doch nicht widerstehen. Denn dort befindet sich das Ziel meiner Träume. Oder so ähnlich. Eine reiche Thoriumader. Mit ganzen 5 Thoriumerz und 6 verdichteten Steinen. Verdichtetem Stein, ne? Ja, müsste so richtig sein. Diese Grammatik ist manchmal auch wirklich schwierig. Im Deutschen. Das muss man ja den Leuten, die das nicht können, zugute halten. Dass es manchmal echt nicht einfach ist. Ja. Gut. Ja. Und nun laufen wir durch diese wunderschöne Winterlandschaft. Genau. Durch diese wunderschöne Winterlandschaft. Und suchen nach, ja, diesem Oberhäuptling der Winterfälle zum Beispiel, der sich hier befinden soll. Dort vorne. Irgendwo ist er. Und wir müssen ihn töten. Und was haben wir denn da? Oh, da vorne ist noch etwas. Eine Quest. Na, die wollen wir doch gleich annehmen. Hallöchen. Die Ruinen von Kelteril. An diesem See wurde der Kristall von Cyn-Malor von den Hochgeborenen gestohlen. Der Kristall war ein mächtiges Artefakt, das arkane Magie auf wilde und nicht vorhersehbare Weise biegen konnte. Doch es konnte nur von den Würdigen verwendet werden und stürzte alle anderen ins Verderben. Die Geister, die hier umherstreifen, umspannen ganze Generationen, die alle von Cyn-Malor an diesen Ort gefesselt wurden. Einige sprechen und erzählen von ihrem Schicksal. Falls ihr etwas über das Schicksal von Cyn-Malor erfahren möchtet und natürlich auch Erfahrung bekommen möchtet, sucht den Geist in der Mitte des Sees auf. Mir ist die Geschichte egal, ich will nur die Erfahrung haben. Oh, Lalima ist da. Wer auch immer das sein mag. Von Tyrion, also der Server heißt so. Naja, gut. Hier ist ein Geist, der stets verneint. Es sieht auf jeden Fall nicht... Hö, ich habe ja noch mehr Post. Ist ja seltsam. Die habe ich wahrscheinlich jetzt erst bekommen, weil vorhin war die nicht da. Ist ja komisch. Bemitleidet mich, Fremder, und all die Hochgeborenen, denn an diesem Ort begann unsere Dummheit. Unsere Dummheit, die unsere Kinder verfluchte und die Kinder unserer Kinder bis zum heutigen Tag. Der Stolz der Hochgeborenen. Vor 10.000 Jahren lebten die Hochgeborenen hier in großem Wohlstand. Wir blickten herab auf die gewöhnlichen Nachtelfen. Magie und Reichtum erfüllten all unsere Bedürfnisse. Wir gaben uns den Begierden und der Ablenkung hin. Und der Gier. Die Geister, die ihr hier seht, sind erfüllt von Reue und Bedauern. Ihre Pein kettet sie hier fest. Wenn ihr mehr von Kelteril und Cyn-Malor erfahren wollt, müsst ihr sie aus ihrer Not befreien. Bis bald. Okay. Tja, das ist natürlich nicht toll für diese Hochgeborenen. Das muss man ja mal so sagen. Wo sind denn jetzt? Ach, da. Da ist ja schon der erste Geist. Ich muss näher ran. Nanu, hallo? So, jetzt. Ich war zu weit weg. Okay. Und so töten...
an. Und so töteten wir diesen leidenden Hochgeborenen, um ihm Frieden zu geben. Unter Umständen. Der Kristall ist zurückgekehrt. Ihr müsst diesen Ort verlassen. Oh nein. Was auch immer das bedeuten mag. Der Kristall kann noch immer gefunden werden. Könnten wir ihn nur finden. Oder könnten wir ihn nur finden. Und nun stirb, leidender Hochgeborener. Na, sagt er auch was? Geht jetzt. Ihr verdient es nicht, den Zorn des Kristalls zu erleiden. Oh. Die reden hier irgendwie alle hoch. Hä? Ach, der greift mich jetzt. Hä? Wo kommt der auf einmal her? Ist ja ganz seltsam. So, jetzt aber hier. Stirb, du elender Hochgeborener. Du hast dich der Gier hingegeben. Also wirst du sterben. Weil Gier ist was Schlimmes, wissen wir ja alle. So, das verstehe ich auch nicht, dass die Leute immer so danach streben, möglichst viel zu haben, wenn man, was man gar nicht braucht. Ja, so Sachen wie zum Beispiel goldene Wasserhähne. Ja, so mein beliebtes Beispiel bei mir, aber braucht man doch eigentlich nicht. Ich meine, was wird's mit goldenen Wasserhähnen, ja? Andere Leute leiden und haben nicht genug zu essen unter Umständen sogar oder müssen Hunger leiden. Und andere setzen sich dafür goldene Wasserhähne ins Bad. Das ist doch irgendwie unfair. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie anders sehen kann. Ich wüsste nicht, wieso man das anders sehen sollte. Für mich ist das einfach unfair und sollte eigentlich geändert werden. Das sollte eigentlich unser aller Anliegen sein, diese Ungerechtigkeit zu entfernen. Ja. Oder zumindest so weit die Welt so weit gerecht zu machen, dass zumindest niemand Hunger leiden muss. In keinem Land der Welt. Egal wo er gerade ist, egal was er macht oder ja, was er nicht macht. Er ist ein Mensch und er sollte nicht Hunger leiden. Auch wenn er ein Mörder ist, auch der sollte nicht Hunger leiden. Ja. Ich meine, gut, der darf dann immer noch gerne im Gefängnis versauern, aber Hunger leiden soll er trotzdem nicht. Ja, er ist genauso ein Mensch und hat auch Rechte. Und dazu gehört auch Essen. Und das steht eigentlich jedem Menschen zu, meiner Meinung nach. Ja. So. Ja, und auch Trinken, Schlaf und sowas. Vielleicht noch ein Dach über dem Kopf. Je nachdem, doch ein Dach über dem Kopf eigentlich auch. Ja, auch wenn es nur, naja, ja doch ein bisschen mehr als so ein Zelt sollte es doch schon sein. Muss man ja auch sagen. Also natürlich nur, wenn die Leute das auch wollen. Kann ja auch sein, dass einige in Afrika zum Beispiel im Zelt schlafen wollen. Warum, weiß ich zwar nicht, aber sieht man ja gerne mal, dass die in Zelten leben. Ob die das wirklich wollen, weiß ich nicht. Oder ob sie das einfach nicht. Ich vermute mal, die würden wahrscheinlich auch in besseren Hütten leben wollen. Aber können sie ja nicht. Weil die da nicht existieren, diese Hütten. Oder Häuser oder wie auch immer. Also zumindest einige davon. Es gibt bestimmt auch einige, die wollen wirklich in diesen Zelten noch leben. Und wollen so bleiben, wie sie halt seit Hunderten oder Tausenden von Jahren leben. So wollen sie halt auch weiterleben. Und wenn es halt im Dschungel ist oder was weiß ich. Ja. Ich meine, da brauchst du jetzt auch nicht. Ich meine, wenn du im Dschungel bist, reicht es ja eigentlich. Also je nachdem, welche Ansprüche man hat. Eigentlich reicht es ja, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, falls mal regnet. Ansonsten ist es ja zumindest nicht. Zumindest musst du dich nicht vor Kälte schützen, soweit ich weiß. Im Dschungel sollte es eigentlich den ganzen Tag und Nacht über warm genug sein. Hallo. Tja, aber zumindest Essen und Trinken und so sollten meiner Meinung nach alle Menschen genug haben. Ja, und wenn man dann halt den Reichen dafür ein bisschen Geld wegnehmen muss, ja mein Gott. Wenn ich so viel Geld hätte, würde ich da auch lieber was abgeben, als mir da jetzt eine goldene Badewanne ins Badezimmer zu stellen. Oder am besten noch ins Schlafzimmer,
damit ich gar nicht zum Badezimmer laufen muss immer, wenn ich ins Bett gehe. Oder andersrum, nicht, nicht so weit zum Bett laufen muss, weil ich total faul bin. Das wäre ja auch irgendwie doof. Dann spende ich das lieber. So, der Stolz der Hochgeborenen. Der Kristall von Zin Malor wurde ohne Skrupel aus einem weit entfernten Tempel gestohlen. Mit ihm konnte man das Arkane kontrollieren. Wir fieberten danach, spielten mit ihm. Und als er zerbrach, kam der Fluch über uns alle. Kelteril litt, bis die Zerschlagung den Kristall endgültig zerstörte. Der Fluch von Zin Malor fesselt alle, die hier nach seiner Macht suchen. Ich erlag als erstes der Versuchung. Tausende Jahre später traf es unsere lang verlorenen Nachfahren. Ich nehme mal... Ja, naja, ich habe ja nicht viel Auswahl. Ich muss ja das hier nehmen. Das andere bringt ja jetzt nicht sonderlich viel. Und dann muss ich den weglangen Ring austauschen. Ja, okay. Warte mal ganz kurz. Wo ist denn der weglangende Ring? Welcher davon ist es denn? Der hier, ne? Und dann packen wir mal den hier hin. So. Nee, Moment, das war ja falsch. Hoch. So. Ausrüstungsset, Menschentöter und Hordenbeschützer. Ich weiß nicht, ob das so gut gewählte Namen sind, aber ich meine, für ein Rollenspiel geht's eigentlich. Ich könnte es auch Zwergentöter nennen. Ist wahrscheinlich besser. Ja, weiß ich nicht. So. Das hier speichere ich mal ganz kurz, ja. Kann ich eigentlich noch den Titel? Ach, kann ich tatsächlich. Dann nenne ich es auch einfach mal Zwergentöter. So. Ist wahrscheinlich wirklich besser. Und jetzt noch die Axt. Wo waren jetzt die Axt? Verdammt, die war doch hier irgendwo. Verdammte Axt. Die Axt, die da ist, die würde ich gerne... Die ist jetzt hier natürlich nicht. Nö, irgendwie nicht. Hä? Hä, das verstehe ich nicht. Wo war die denn? Die war doch hier... Moment... Nö. Da ist sie nicht. Wo ist denn jetzt die Axt vom Bild dahin? Das kann doch nicht sein. Die ist es nicht. Ach, dann nehme ich jetzt die so. Wobei, die könnte sogar sein. Ach, das ist es sogar. Na, siehst du. So, heißt es jetzt Zwergentöter? Und Hordenbeschützer, das wollen wir mal nicht. So. Okay, ich lese mal weiter vor. Habe ich jetzt richtig? Ja, das habe ich jetzt abgelegt. Dann ist das jetzt richtig, ne? Yep, sollte stimmen. Okay, gut. Nachkommen der Hochgeborenen. Kurz nach meinem Tod wurde mein Volk wegen seiner Gier verbannt. Einen Kontinent entfernt wurden aus ihnen die Keldorei. Die Hochelfen in Kel'Thalas sonnten sie sich in der Macht ihres Sonnenbrunns und vergaßen das Verlangen und die Gier, die ihnen anhafteten. Die Hand des Schicksals führte ihre weit entfernten Nachkommen hierher und zwang sie, die Geschichte zu wiederholen. Hört ihre Geschichte, so wie ich es getan habe. Elun, erleuchte euren Weg. Der Geist der Keldorei. Hallo. Keldorei. Wir waren stolz und edel. Unser Glaube an das Licht schützte uns und der Sonnenbrunnen gab uns alles, was wir wollten. Diese Blindheit war schuld daran, dass wir an diesem Ort unsere tragische Geschichte wiederholen mussten und später unser gesamtes Volk. Erbe der Hochelfen. Vor 100 Jahren kam ich mit einer kleinen Gruppe anderer Hochelfen aus unserem Heimatland Kel'Thalas. Wir suchten nach den uralten Rätseln Kelterils. Wir wollten wissen, warum es zerstört wurde. Wir entdeckten Fragmente im Eis, Splitter eines Kristalls. Der Erzmagier, der uns begleitete, erlag schnell ihrem Einfluss. Wir waren zu dumm, um es rechtzeitig zu erkennen. Sein Geist wandert südöstlich von hier zwischen denen umher, die er in den Wahnsinn trieb. Er klammert sich immer noch an die Erinnerung seines geliebten Splitters. So.
Ich habe heute irgendwie... Ich muss mal einen Schluck trinken, glaube ich. Das ist ein bisschen... Irgendwie ist der Mund so trocken. Wahrscheinlich, oder so fettig, weil ich so viel Butter gegessen habe. Also eigentlich nicht, aber... Naja. Gut. Weiß ich nicht. So, stirb, verratener Waldläufer. So. Ich bringe dir Frieden. Ha, siehst du, habe ich ihm Frieden gebracht. So, da vorne ist doch schon, glaube ich... tatsächlich, da vorne ist er ja schon, siehst du? So, wie praktisch. Huch, hallo? Hey, jetzt, okay. Ganz seltsam das Ganze, ganz seltsam. So, töten wir ihn mal und... Nanu, stirb, du elender Waldläufer. Ja, echt mal, nimm dir mal ein Beispiel an Aragorn. Auch wenn es das falsche Spiel ist, aber egal. Ja. Huch, der portet sich ja einfach weg. Ihr versteht nicht, ich war gezwungen, es zu studieren. Ich war gezwungen. Das glaube ich eher nicht so. Wieso kann er sich teleportieren? Das ist ja fies. Okay, das können Magier nun mal, aber... Es ist doch trotzdem... Naja. So, da ist er jetzt hoch. Hä? Wo ist er? Wo liegt er? Jetzt liegt er da. Ich frag da gar nicht nach. So. Teleportiert er sich vor seinem Tod nochmal weg? War ja so sinnvoll einfach. Ach ja. Ich hab schon... Ach ja, ich habe ja immer noch Post vom Auktionshaus der Horde. So. Falls ich irgendwann mal Auktionshaus der Allianz sagen sollte, ist natürlich falsch, heißt natürlich Auktionshaus der Horde. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal gesagt aus Versehen? Kann durchaus sein. Aus Gewohnheit, weil ich sonst immer, Allianz gespielt habe. Aber es ist ja jetzt Horde hier, das Ganze. So. Man möge mich nun in Ruhe lassen, ich möchte nur eine Quest abgeben, verdammt. Nur eine verdammte Quest möchte ich abgeben, mehr möchte ich doch gar nicht. So, hauen die jetzt ab? Ich glaube noch nicht jetzt, okay. Gut. So, warte mal, ich muss trotzdem mal ganz kurz... Oh, ich habe ja kaum noch Wasser hier. Also das, was hier steht natürlich. So, das muss reichen. Oh, schon viel besser. Maenius war ein mächtiger Magier und ehrenwerter Elf. Sein Geist hatte ein so unwürdiges Schicksal nicht verdient. Wir waren entsetzt, bevor wir starben. Entsetzt, weil jemand aus unserem edlen und nüchternen Volk so rasch in teuflische Besessenheit verfallen war. Wir starben als naive Narren, Opfer unserer unbekümmerten Voreingenommenheit. Die Lebenden wissen, dass sich diese Ereignisse wiederholen sollten, hier und mit dem Fall von Kel'Thalas im gesamten Elfenvolk. Nachkommen der Hochelfen. Lange nach meinem Tod beging mein Volk einen noch größeren Fehler. Die Hochelfen verließen sich auf den Sonnenbrunnen in all seiner Glorie. Wir konnten uns eine Welt ohne ihn nicht vorstellen. Deshalb trafen wir nie Vorkehrungen für einen solchen Fall. Als der Sonnenbrunnen schließlich den Untoten in die Hände fiel, waren meine Nachkommen verloren und hilflos. Der Weg, den sie daraufhin einschlugen, sollte sie auf ewig verändern. Die Sindorei, die immer noch nach Wiedergutmachung strebten, kamen ebenfalls hierher. Viel Glück. Ach, Geist der Sindorei. Der Sieg ist nahe. Ingolenzenkamera hier. Schön, oder? Nachkommen der Hochelfen. Ach ja, so heißt die Quest immer noch. Gut. Wir waren nicht so naiv wie unsere Vorväter. Wir waren misstrauisch und listig und witterten überall Verrat. Doch unser Stolz und unsere Gier trieben uns wieder in den Untergang. Wie viele werden Kel'Thiril noch zum Opfer fallen? Der Schmerz der Blutelfen. Vor einem Jahr erreichte die Legende des Kristalls von Cin'Mallor Silbermond. Ich führte eine Gruppe der besten Krieger und Gelehrten in dieses Land.
Wir brachten genügend Mana-Kristalle mit, sodass niemand versucht sein würde, den Kristall zu probieren. Doch auch ohne unseren Hunger verderbte uns der Kristall. Als wir ihn in Besitz nahmen, verwandelte er alle außer mir in elende Bestien. Die elenden Geister wandern noch immer umher und suchen nach Lebenden, die sie an diesen See ketten können. Werdet ihr sie von ihrem Leid erlösen oder fliehen, um eines Tages auf sicherem Boden zu sterben?